Wenn ich mir die demografische Datenlage ansehe, habe ich schon bemerkt, dass in Oberschöneweide-West gerade so um die 7500 EinwohnerInnen leben und darunter ein Drittel mit Migrationshintergrund. Für mich ist Schöneweide so ein Bindeglied zwischen Vorstadt und sozusagen Innenstadt. Es gibt Menschen, die mit relativ wenig Geld auskommen müssen und teilweise auch in problematischen Wohnsituationen leben. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch Menschen, die relativ wohlhabend sind. Es ist doch eine bunte Mischung geworden, eine Berliner Mischung ist es geworden, die halt sehr vielfältig ist, die nicht monoton ist, wo du auf der Straße lang gehen kannst und du siehst viele verschiedene Kulturen, die uns alle bereichern und zu dem machen, was wir sind. Offene Angebote sind auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, weil sie einfach auch noch mal eine zusätzliche Perspektive zeigen. Hier muss man gut sehen, wie kann man Leute ansprechen, integrieren, in die Einrichtung eigentlich holen und auch, wie können sie sich an der Gestaltung beteiligen. Die Schule hat ja einen ganz anderen Auftrag, nur die Kinder den Bildungsauftrag, während wir haben wirklich mehr die Möglichkeit, Kinder auf ihrer individuellen Ebene ihrem Interesse abzuholen. Hi Lilly. Hi Samrietta. Willst du mitkommen ins Chicken? Ja. Wir Dummerle zeigen euch Chicken. Kommt mit. Das Check-In ist ein Kids-Club. Das hat ein offenes Angebot für Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren. Hi Marco. Hallo. Hi. Na, schön, dass ihr da seid. Hier im Check-In ist jeder willkommen, egal aus welcher Kultur oder familiären oder sozialen Hintergrund er kommt. Es darf jedes Kind hier sein, wenn es möchte. Ich finde die Aktion hier toll und dann dachte ich mir, dann komme ich hier öfter hin und jetzt bin ich fast jeden Tag hier. Hier kann man viel Gutes machen. Wir können malen, wir können basteln. Experimente machen. Pflanzen. Spielen und essen. Halligalli spielen. Und Ausflüge. Mir macht es Spaß, auf den Trampolin zu springen und Hula Hoop zu machen. Wir haben Kreativangebote, wir haben Sportangebote, wir haben Bewegungsangebote allgemein, wir haben musikalische Angebote, wir kochen zusammen, unternehmen auch manchmal was in der Stadt, so ein bisschen kulturelles oder politische Bildung. Wir versuchen, dass die Kinder hier im Check-in möglichst selbstständig agieren können, dass sie innerhalb des gegebenen Rahmens das machen können, wozu sie gerade Lust haben. Ein Projektraum, ein Gestaltungsraum für die Kinder. Sie können ihre Freizeit hier verbringen, sie können spielen, Sport, ihre Kreativität ausdrücken und ihre Begabung auch entdecken. Wir haben eigentlich so einmal die Woche als Schwerpunkt Musik und da können die Kinder hinkommen und wir machen dann Klavier oder Gitarre oder wir singen zusammen. Wir basteln, wir können Herzen machen, ja, wir können alles. Wir hier im Check-In wollen den Kindern vermitteln, dass jedes Kind seinen Wert hat, dass jedes Kind eine Begabung hat, dass jedes Kind etwas Spezielles zu geben hat, was nicht nur für sich da ist, sondern auch die Allgemeinheit bereichern kann. Diese hier, das ist frisch und lecker. Da musst du noch ein bisschen hier warten. Und ja. Beziehungsarbeit ist super wichtig und eines der wichtigsten Sachen, weil man ohne die Beziehung zu den Kindern ganz schwer an die rankommt und ganz schwer herausfindet, was ist es eigentlich, was du brauchst, wie kann ich dir helfen, wie kann ich dich unterstützen. Es geht wirklich darum, jedes einzelne Kind kennenzulernen und denen auf einer Ebene zu begegnen, die sie sonst nicht haben, in der Schule nicht haben, zu Hause nicht so haben. Partizipation ist für uns wichtig und das leben wir auf ganz unterschiedliche Ansätze. Zum Beispiel haben wir
das Kinderparlament und die Auszeit. Die Auszeit ist dann mehr so der Input-Part, wo wir mit den Kindern über Werte und Normen sprechen. Und das geht dann auch fließend über in das sogenannte Kinderparlament. Und da können die Kinder sich dann formulieren. Kino machen. Wollen wir jetzt Kino gehen? Oder sollen wir den Kinotag hier machen? Nee, hier. Kino. Im Check-in ist es uns wichtig, dass die Kinder mitbestimmen können, dass sie sich einbringen können und dass sie auch formulieren lernen, was ist eigentlich mein eigenes Interesse, was möchte ich. Herausfordernd finde ich, dass man nie weiß, was passiert. Jeder Tag ist irgendwie anders. Man weiß nie, welche Kinder kommen, wie geht's denen heute, was bringen die heute so mit. Dadurch ist jeder Tag einzigartig, herausfordernd, aber auch spannend. Und diesen Wert des einzelnen Kindes zu fördern und ich sage immer so gerne so vergrabene Schätze freizulegen, Schätze der Persönlichkeit und der Begabung, das ist so unser Wunsch. Ich mag das Check-in, weil es immer so ein großes Haus hat, wo man was Schönes machen kann. Check-in ist da und die helfen uns. Alle Betreuer halt mit den Kindern zusammen spielen, zum Beispiel Federball, Fußball. Weil uns es Spaß macht und weil es uns Freude bereitet. Ich mag in Check-in mit Freunden zu spielen. Ich mag das Check-in, weil es schön ist. Die Kinder sollen wissen, du bist wer, du kannst was. Lass es uns gemeinsam entdecken. Danke, Zuschauer, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen uns bald mal wieder in Check-in. Tschüss! Tschüss.